Liebe Menschen, liebe Iraner, Iranerinnen und internationale Unterstützer und Unterstützerinnen. Jeder Samstag wieder hier und wir werden so lange bleiben, bis das Regime endlich weg ist. Wir machen hier keine. Wir sind froh, dass ihr da seid, aber ihr sollt auch daran denken, dass wir nicht da sind, um uns wiederzusehen. Wir sind da, um einem Regime, einem mittelalterlichen Regime, so brutal wie das islamische Regime im Iran, einfach eine rote Karte zeigen. Wir sind nicht hier, weil wir hier ein Sonnenbad nehmen wollen. Wir sind hier, weil wir vor Freiheit der anderen Menschen da sind. Wir sind nicht hier, weil wir sonst nichts zu tun hätten. Wir sind hier, um den Menschen im Iran zu sagen, wir sind viel weit von euch, aber wir sind mit euch. Wir werden mit euch kämpfen, auch von Weitem. Wir werden mit euch so kämpfen, dass unsere politischen Mandaten hier nutzen können. Wir werden so weit mit euch kämpfen, dass wir alle Landtagsabgeordnete, Abgeordnetinnen und Bundestagsabgeordnete, Abgeordneten dazu bringen, endlich die Situation zu ändern und mit Iran keinen Handel mehr treiben. Wir sind hier, weil wir Menschen sind wie ihr. Und wir wissen, wenn irgendwo in der Welt die Menschenrechte mit Füßen getreten wird, müssen wir auch dann uns nicht wundern, wenn es irgendwann auch in Europa anfängt. Wir bedanken uns bei euch. Wir sind froh, dass ihr immer dabei seid. Und Solidarität sagen wir einfach Danke. Wie gesagt, wir sind keine politische Gruppierung hier. Wir sind Menschen, die seit lange hier in Münster in Deutschland leben und für iranische Menschen versuchen, ein Schein stärker zu sein. Wir werden, wenn ihr Zeit habt, nächste Woche uns wieder ab 14 Uhr Samstag hier uns treffen. Ob es regnet oder schneit oder Steine vom Himmel kommt, wir sind hier. Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen Dank.